Okay. Tür, Tür, Tür. So, ich würde aber hier fast noch ein bisschen was anders modeln wollen. Aber wie? Aber um nochmal ganz kurz auf das Thema E3 und PlayStation und so weiter zurückzukommen. Ich finde ja, diese E3 dieses Jahr war einfach bloß von wegen, was ist geiler, Sony oder Microsoft mit ihren jeweiligen Konsolen. Irgendwie um viel mehr ging es ja auch einfach nicht. Ja, gut, ja. Also du hast nicht wirklich was mitbekommen irgendwie, was sonst so... Ja, was sonst so an tollen Spielen rauskommt oder so, zumindest von, wenn man sich jetzt nicht ganz so krass informiert hat oder jeden Beitrag von Person XY angeschaut hat. Ja gut, klar, aber ich muss sagen, also wie gesagt, was ich jetzt gesehen habe von der E3, es war halt im Grunde, wie gesagt, Bayonetta. Dann hatte ich irgendwas gesehen von Command & Conquer, was ja vielleicht sogar ein Free-to-Play-Titel werden soll. Aha, okay. Was interessant wäre, also das, aber wie gesagt, das weiß man nicht, es ist halt EA. Oder? Command & Conquer war, glaube ich, EA, wenn mich nicht alles täuscht, die Reihe. Mag sein. Wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, deswegen weiß ich es nicht. Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, aber es war auf alle Fälle, also es ist eine sehr schöne Spielerei. Und falls es wirklich ein Free-to-Play werden sollte, dann muss ich sagen, Leute, das ist was, das sich bestimmt lohnen würde. Ja. Oder die auch beste. Weil der Multiplayer-Modus halt auch in Command & Conquer ziemlich geil immer war. Ja, kann sein, wie gesagt, weiß ich nicht. Und die beste Erneuerung überhaupt, Diablo 3 auf der PlayStation. Ich hab ein paar Videos dazu gesehen. Ich muss sagen, es sieht so schlimm aus. Ja, ich hab's nicht gesehen. Muss die mal reinziehen. Also ich persönlich finde, es sieht so abgrundtief schlimm aus. Inwiefern? Du hast halt, wenn du zum Beispiel, also es wird so groß beworben, ja, Multiplayer in Diablo 3. Und dann siehst du den Multiplayer, ne? Und ja, er sieht grauenvoll aus. Also du hast halt hier, halt Fallstein. Du hast alles auch, also in jeder Ecke dann den Gesundheitsbalken von den einzelnen Leuten hängen. Okay. Also du hast schon mal so die Hälfte des Bildes dann ungefähr eine, wenn du im Vierspielermodus unterwegs bist, ja. Mhm. Dann auch allgemein, also ich weiß es nicht. Also ich halte es wirklich nicht für ein Konsolenspiel. Ja, es ist es eben auch, weil ich mir die Steuerung so null vorstellen kann. Du musst ja wirklich schnell hin und her agieren, ne? Bei Diablo manchmal. Na. Und das könnte ich mir halt mit dem Controller überhaupt nicht vorstellen. Es gibt genug gute Hack'n'Slays. Ja, aber auch mit dieser von oben Druffsicht? Baldur's Gate Dark Alliance. PlayStation 2. Okay. Baldur's Gate Dark Alliance. Gehen, bitte. Okay. Ich habe ja keine Ahnung von PlayStation. Champions of Nora, Champions Return to Arms. Ja, stimmt, die habe ich wiederum gespielt. Habe ich alle vier Spiele gespielt. Die waren aber ganz cool. Aber das war auch keine von oben drauf sich, nicht die typische, oder? Oder vor allen Dingen auch nicht so in die Monstermassen gezogen wie Diablo. Ja gut, du hattest nicht so diese Monstermassen, ja, aber es war im Grunde auch ein Hack and Slay, so ein typisches. Ja, aber schon noch was anderes als Diablo selbst. Ja, gut. Das, solche Spiele wie Diablo selbst hast du jetzt eher am PC. Das sind dann hier so, was war es? Titan Quest, glaube ich, ist da sowas in die Richtung. Ja, genau. Dann, was gab's da noch? Torchlight. Genau. Mehr fällt mir jetzt gerade auch gar nicht ein. Gibt, glaube ich, noch einige andere Titel. Ja. Stimmt, da hatte ich jetzt gesehen, irgendwas von irgendeinem Van Helsing-Spiel oder sowas, das auch so in dem Stil gemacht ist. Okay. Sah aber etwas, naja, seltsam aus. Ja, aber wie gesagt, die, Diablo zeichnet sich einfach durch krasse Massenkämpfe aus. Dass der plötzlich auf einmal so eine halbe Armee vor dir steht und du da deinen Scheiß reinbratzt und dann was das eben mit denen. Irgendwie die da mäst. Ja. Deswegen kann ich mir das halt auf der Konsole so null vorstellen. Bei Champions of Norrath und so weiter, da hattest du ja maximal so 3-4 Gegner vor dir. Ja, gut. Aber Champions of Norrath fand ich damals auch ein sehr, sehr gutes Spiel eigentlich. Boah, ich hab das totgesuchtet, aber hab das immer nur im Doppel- oder mehr Multiplayer gespielt. Ja, da machst du auch mit irgendwelchen Spaß. Freunden zusammen, aber dann teilweise auch nächtelang, ey. Ja, wir hatten auch unsere Gruppe praktisch, ne? Mit der sind wir auch durch die Gegend gezogen und haben die Welt gerettet. Ja. Ich hab damals die elfische Bogenschützin gespielt. Die Waldelfen. Ich habe immer einen Dunkelelf gespielt, ja. Mit diesen riesen Buttermessern. Ja, puh.
Naja, so wie gesagt, ich hatte einen Waldelfen, ja. Oh, cool. Vor allem, weil ich das letzte Talent fand ich so geil, dass die Pfeile halt durchdringen mit und so weiter. Das war ziemlich geil. Ja, die waren auch alle fett. Also ich fand die Charaktere da drin halt auch irgendwie ganz cool. Was hatte ich noch gespielt? Ich hatte noch irgendwas gespielt, aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich fand es halt auch geil, dass du dann für den zweiten Teil, für die Fortsetzung, wirklich deinen Charakter auch direkt importieren konntest. Ja, stimmt. Das da hatten sie nicht mit deinem... Da gab es noch mal ein paar neue Fähigkeiten mit, ja. Und diese Echsen- und Löwenmenschen gab es noch mit dazu, ja. Ne? Ja. So, ich habe da mal noch eine Laterne hingemacht, da können wir dann vielleicht noch mal über die Brücke was machen. Mhm. Ich habe jetzt hier einen Netherziegel genommen. Ich weiß nicht, ob das so passt, was du meinst. Ich wollte es mal. Ich finde es ein bisschen dunkel dafür. Optisch anschauen. Also an sich ja, aber ich finde es hier jetzt gerade ein bisschen dunkel irgendwie. Ja, weil mit dem normalen Zaun, wenn dann kann ich nur noch einen normalen Holzzaun hernehmen. Ja, ja, schon klar. Weil dieses Steinding geht dafür nicht, weil das sieht doof aus. Ja, aber nimm mal lieber einen normalen Zaun. Ich habe auch noch ein bisschen was dabei, wenn du willst. Ja, ich habe auch noch da. Also ich habe es gerade bei mir auf die Bank gepackt, das weiß ich jetzt nicht, aber das werde ich gleich sehen. Oh, jetzt habe ich gerade hier einen Zaun aufgenommen. Den nimm mal wieder. Nein, du Schwein. Lass meinen Zaun in Ruhe. So, also ein Haus habe ich hier schon mal wieder weiter hingebaut. Jawohl. Ja. Genial. So, dann machen wir hier unser Standding. Ja, das passt dann auch zum Weg und zum Mittelgang. Nee, das ist okay so. Ja, ich denke, das passt wirklich besser. Ja. So, wo bin ich stehen geblieben? Champions of Nord. Ja, auch die Baldur's Gate-Reihe war ziemlich cool. Ja, da kann ich nicht mitreden. Also, beziehungsweise nicht die Baldur's Gate-Reihe, da gab es ja am PC auch was. Das war allerdings eine komplett andere Spielereihe. Also darf man jetzt nicht verwechseln, Baldur's Gate ist nicht gleich Baldur's Gate. Die PlayStation-Reihe halt, das Baldur's Gate Dark Alliance war eigentlich auch ziemlich gut. Hat mir auch ziemlich Spaß gemacht. Vor allem, man hatte, wenn man es durchgespielt hat, hat man nochmal so einen versteckten Charakter freigeschaltet. Okay, das ist wiederum ganz cool, ja. Das ist bekannt aus einer Bücherreihe, diesen Driss d'Urden, oder wie er heißt. Keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Driss d'Urden. Da wollten mir Bekannte auch mal die Bücherreihe jetzt auswählen, die nächste. Ich habe die Hörbücher davon. Ich will keine scheiß Hörbücher machen. Die sind gut. Ich will anständige Bücher zu lesen. Nicht Hörbücher, sondern Hörspiele. Entschuldigung, sind die richtige Hörspiele. Also heißen mit 30 Leuten, die dann hier die verschiedenen Rollen sprechen. Ja, yeah, genau. Okay. Weil Hörbücher sind eher langweilig, es sei denn Dirk Bach liest sie, aber ansonsten... Ich mag Dirk Bach nicht, aber ich glaube, das hat wir auch schon mal. Ja. Aber ansonsten finde ich Hörbücher eher langweilig. Aber die sind richtig gut, also die kann ich dir nur empfehlen. Ja, wie gesagt, also ich werd die Bücher lesen. Ja. Weil ich bin ja mehr so ein Bücherfan. So, Balas. Was? Wir müssen mal irgendwie hier mal ein bisschen Häuser bauen. Und sowas. Okay. Aber erzähl ruhig weiter. Ich bin jetzt gerade dabei, hier nochmal Brücken zurückzuholen. Ne, inzwischen habe ich jetzt auch das sechste Buch von der Klingenreihe durch, also von Joe Abercrombie. Ich glaube, da erzähltest du auch schon mal von, ja. Das war das mit den Arschlochcharakteren, ne? Ja, genau. Dann habe ich das nächste Buch angefangen, jetzt von der Game of Thrones-Reihe. Ich bin sehr viel, sehr belesen. Wann genau liest du eigentlich so viel? Auf dem Weg zur Arbeit, in der U-Bahn. Ah, okay. Ja, da habe ich am Tag circa jetzt mit allen Fahrzeiten circa 3 Stunden zum Lesen. Ja, okay, das ist natürlich schon mal was. Und da schafft man schon ein bisschen was weg. Ich habe da überhaupt keine Zeit zu, wobei, ich könnte sie mir nehmen, aber irgendwie, wenn man denn hier vorm Rechner sitzt, du kennst das Ganze ja. Zu Hause lese ich auch nicht, zu Hause lese ich Mangas. Auf dem Klo. Ja. Hier bringe ich meine dunkelsten Geheimnisse ans Licht. Das ist Wie findest du die Brücke von unten? Ja, sieht gut aus, das ist toll. Also ich zeige sie gleich nochmal den Leuten, falls ihr eben gerade mal 2 Sekunden nicht aufgepasst habt, nicht, hast du sie eben einfach kurz im Bild. Oder in der letzten Folge, wer weiß, wie viel, wo wir jetzt gerade sind. Ja, das stimmt. Ob wir vielleicht schon in der nächsten Folge sind. Oder in der übernächsten. Nein, Zaun! Ja. Okay, ich habe ihn wieder. Können wir auch noch unter der Brücke so ein paar Pappkartons hinstellen, wo dann so die Brückentrolle wohnen, die einen Wegezoll verlangen. Genau.
So, ich bin hier der Brückentroll. Du möchtest hier durch. Dann musst du erst mein Rätsel. Dann musst du erst mein Rätsel lösen. Ach nee, Moment, das war wer anders. Woher kommt das noch gleich? Das mit den Rätsel lösen war eigentlich eine Sphinx. Aber ich kenne das auch irgendwoher mit den Brückentrollen und Rätsel lösen und so. Nee, normalerweise Brückentrolle wollen immer Geld. Aber die sind meistens so strunzdumm, dass du sie voll austricksen kannst. Okay. Das, wie gesagt, das ist eigentlich der typische Brückentroll. Ich kenn's halt irgendwoher so. Ich weiß aber nicht mehr woher. Also ich weiß nur, in The Witcher gab's auch ein paar Trolle. Der eine saß auch unter einer Brücke. Beziehungsweise der eine saß unter einer kaputten Brücke und hat sich dann geweigert, die Brücke zu reparieren, wie es eigentlich seine Pflicht ist, weil keiner ihm mehr irgendwie was gezahlt hat. Ach lol, weißt du, jetzt setzt mir gerade wieder ein, woher ich das kenne. Ja? Von den Simpsons. Was? Ja, da gibt's so eine Folge, wo MMOs verarscht werden. Okay. Und da ist Mo dann einer der Brückentrolle. Ja, passt. Ja, aber daher kenne ich es eben. Ja, muss man sagen, passt zu Mo. Ja. Ah, Mo ist schon eigentlich eine arme Sau, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, der will sich auch mal selbst umbringen. Ja. Weil er weiß, dass er eine arme Sau ist. Matsch, ich bin mal Mo. Das ist Family Guy. Okay, Schatz, aber versprich mir, dass du nichts trinken wirst. Ja, ich werde nichts trinken, ne? Wollen sie ein Porno sich zusammen anschauen am Männerabend? Klappt aber nicht. Und dann so, verdammt. Also weil seine Tochter hat den Film überspielt und stattdessen irgendeine Reportage über die Freiheitsstatue aufgenommen. Und dann kommt von einem der geniale Vorschlag. Saufen wir uns die Freiheitsstatue nackt. Alle, yay! Und ab geht's, ne? Dann kommt der Stock besoffen nach Hause und dann sagt er, Frau, du hast mir versprochen, nichts zu trinken. Ja, Schatz, aber die Freiheitsstatue wollte einfach nicht nackt werden. Also, falls ihr mal stockbesoffen nach Hause kommt zu eurer Freundin, Frau, was auch immer, ne, dann sagt einen, bringt einfach diese Ausrede. Die Freiheitsstatue wollte nicht nackt werden. Ja, aber die habt ihr nicht von uns. Und wenn sie es akzeptiert, ne, dann habt ihr die perfekte Frau, dann heiratet die. Oder falls ihr sie schon geheiratet habt, dann seid stolz auf sie und kauft ihr einen Strauß Blumen oder so. Das hat sie sich auf alle Fälle verdient. Balas, auf einmal so frauenfreundlich. Aber nur dann, wohlgemerkt. Nur dann, wenn es natürlich... Wenn sie natürlich hier Scheiße macht, ne, dann, ich wollte ein Sandwich, Schlampe. Pff, dann klatscht die eine. Ah, da ist der Balas wieder. Da ist wieder der Balas, den ich kenne. Kein Geschehen. Nein, man schlägt keine Frauen. Das ist ein absolutes No-Go. Das wollte ich jetzt mal so im Raum stehen lassen. Was? Dass man Frauen nicht schlägt? Ja, ich habe eben gerade mal eben auf deine Reaktion jetzt gewartet. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas Blödes. Nein. Da nicht. Die Dewey kann man mal schlagen. Oh ja, bitte. Der schlägt sich selber. Fällt vom Dach. Das könnte passieren. Ich hab's doch gerade gehört. Nee, eigentlich bin ich gerade nicht runtergefallen. Ist dann gesprungen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich baue gerade so... Oh, Alter, diese verdammte Musik da. Ich baue hier gerade einfach irgendwie so die Häuser vor mich hin und kann die inzwischen auch schon echt aus dem FF. Okay. Soll ich ein bisschen Holz versorgen? Ja, jetzt habe ich ehrlich gesagt so langsam auch keine Lust mehr. Aber trotzdem brauche ich noch einen Holzblock. Scheiße. Juvi. Oder warte, ich lege einfach zwei. Juvi, wo ist der Leiter? Hier, oder? Ja, aber da kommst du jetzt nicht mehr hoch. Nein! Ich lege einfach zwei Slabs übereinander, so. Subscribe. Machen wir es einfach mal so, passt schon. Ist auf einmal im Haus dunkel geworden, das habe ich nicht gesehen. Es wird ja schon wieder dunkel. Es wird ständig dunkel. Ich bin aber schön beleuchtet. So, wir haben hier die nächste Brücke übrigens, die benannt werden will. Genau, richtig. Stimmt. Das möchte ich nur mal so nebenbei in den Raum werfen. Also, Kinder, ihr wisst Bescheid. Ja. Ihr könnt bei uns verewigt werden.